Hey Leute da draußen, hier ist wieder Dana, euer Hip-Hop-Tanzlehrer. Und heute zeige ich euch, wie man richtig bounced, denn ohne Bouncen kann man auch nicht tanzen. Oder sowas. Fürs Bouncen ist ganz wichtig, dass ihr euch vorstellt, dass eure Beine von einem Stock weggezogen werden, als ob ihr einen Knüppel hinten in die Beine kriegt. Ihr fallt einfach runter zum Boden. Das Gewicht dabei liegt auf den Füßen, vorne auf den Zehenspitzen. Das heißt, wir gehen runter, der Rücken bleibt gerade, als ob der gar nicht mit runtergehen wollte. Runter, ganz locker und wieder hoch. Lass die Schultern hängen, aber nicht nach vorne, sondern immer schön nach hinten. So, wir machen das Ganze auf eine halbe Zählzeit, hören uns erstmal das Lied an. 10, 6, 7, 8 und 1 und 2 und 3 und 4 und 5 und 6 und 7 und 8. Und nochmal 1 und 2 und 3 und 4 und 5 und 6 und 7 und 8. Wenn ihr nach unten geht, immer ein bisschen mitwippen. Das hilft euch, den Takt besser zu halten. Okay, das sollte zum ersten Aufwärmen locker reichen. Als nächstes nehmen wir den Bauch mit dazu. Und zwar stellt euch vor, während ihr gleichzeitig die Beine weggerissen bekommt, schlägt euch jemand in den Bauch. Also einmal den Bauch zusammenziehen und mit dem Oberkörper zu den Knien hin. Okay, wir hören auf die Musik. Und 5, 6, 5, 6, 7, 8. 1 und 2, 3 und 4, 5 und 6. 7 und 8. Was vielleicht auffällt, ist, dass ich die Schulter ein bisschen mit nach oben nehme. Das macht die ganze Bewegung größer und auch dynamischer. Also ihr geht nach unten, Bauch rein, Schultern hoch. Noch einmal langsam, runter, Schultern hoch. Und nochmal runter, und nochmal runter und stopp. Wenn ihr nicht wisst, was ihr mit den Händen machen sollt, greift einfach irgendwie an euer T-Shirt oder unten an die Hose und macht nicht diesen Gangster-Move in die Mitte. Ja, einfach irgendwo hier, wo ihr stabil seid. So viel zu den Basics. Jetzt versuchen wir, den Bounce ein bisschen in eine Bewegung mit reinzuspringen. Und dafür gehen wir einfach mal einen Schritt links und einen Schritt rechts, immer auf die erste Zählzeit. Wir machen es einmal langsam. Und 1, 2, 3 und 4, 5, 6, 7 und 8 und 1 und 2. Okay, also das Ganze nochmal ein bisschen schneller mit dem Schritt zur Seite. Wir hören zu und 5, 6, 7, 8 und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, wie ihr vielleicht gemerkt habt, ist, wenn ich nach links oder nach rechts gehe, dass das Bein, das den Ausfallschritt macht, einmal mitbounced. Ja, das dürft ihr nicht vergessen. Also nicht bouncen, Schritt und dann wieder bouncen, sondern versucht, das Bouncen kontinuierlich drinnen zu lassen. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, das ist natürlich nicht das Einzige, was ihr machen könnt. Nicht nur die Beine dabei bewegen. Ihr könnt auch für die Fortgeschrittenen ein bisschen euren Oberkörper mitbewegen. Und da gibt es ganz verschiedene Möglichkeiten. Ihr könnt euren Oberkörper mit in die Richtung bewegen. Da geht meistens der Kopf als erstes vor. Schritt, tak, tak, tak. Schritt, tak, tak, tak. Das ist immer das, was man irgendwie aus den coolen Amerikaner-Filmen kennt, wenn die Leute irgendwie mit dem Kopf zuerst vorangehen. Okay, wir machen das einmal. 5, 6, 5, 6, 7, 8 und 1, 2, 3, 4 und 5, 6, 7, 8 und 1, 2, 3, 4 und 5, 6, 7. Wer jetzt noch was dazulernen will, der nimmt die Schultern mit. Und dafür jetzt mal eine kleine Übung für die Schultern. Legt eure Hände an die Hose, Schultern locker und erstmal die rechte Schulter hoch. Und 1 und 2 und 3 und 4. Kopf gerade. 1, 2, 3 und 4. Versucht nicht, eure Schultern wegzuziehen, sondern einfach nach oben. Etwa, ach, ich habe noch keine Ahnung. Okay, wenn das steht, verpacken wir das Ganze in den Schritt. Wir fangen an. Langsam. 5, 6, 5, 6, 7, 8 und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und 1, 2. Für alle die, für die das noch nicht genug Action war, zeige ich mal, wie schnell man eigentlich bouncen kann und was man auch alles mit dem Oberkörper dabei anstellen kann. Weil bis jetzt sind wir ziemlich statisch, der Rücken war die ganze Zeit gerade, aber wir können auch viel größere Bewegungen ins Bouncen mit einbauen. Beispielsweise den Oberkörper gerade nach unten und von der Seite hochziehen. Das Ganze auch in die andere Richtung
Und wenn wir das Ganze mit einem Bounce machen, dann sieht das auch wieder sehr dynamisch aus. Wir zählen ein. 6, 5, 6, 3, 4, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, wir können auch mal pinken. Do it like that. Make a U-turn, girl, bring it on back. When I react, it might break your back. On the wire, set the floor on fire. Okay, Leute, das war's heute vom Bouncen. Wenn ihr wollt, guckt ihr bitte hier unten rein. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Und dann gibt's ein bisschen mehr als Bouncen. Auf geht's!